Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge und zur letzten Folge in dieser Woche von Victoria 3 im Italien-Modus. Wir sind kurz davor, die Privatschulen zu institutionalisieren, ein bisschen in die Bildung zu investieren. Und mit Bildung stärken wir natürlich die Intellektuellen. Und mit der Stärkung der Intellektuellen werden wir dann unseren König absetzen. So ist ein bisschen der Plan, dass wir rauskommen aus der Monarchie. Ja. Ich weiß schon, ihr werdet wieder die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Vor allen Dingen, der gute Thorol wird das tun. Aber so ist das jetzt hier gerade mal. Was habe ich gerade gemacht? Was ist denn hier los? Aufruhr durch radikale Pops. Das ist natürlich schwierig da hinten für die Lombardei. Aber vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn die sich hier mal ein bisschen durchprügeln. Ja, Österreich ist halt schon ganz schön groß geworden, ne? Was ist eigentlich hier mit Russland? Wie sind die denn? Die sind argwöhnisch. Warum das denn? Als natürlichen Feind. Unsere Beziehungen sind neutral. Aber warte mal, die Gesetzesdebatte war erfolgreich. Wir haben ein bisschen mehr Erfolgsprozentchance dazu bekommen. Na gut. Ich würde mal sagen, wir werden mal mit den Russen nochmal versuchen, unsere Interessen zu verbessern. Ist, glaube ich, gar nicht so schlecht, wenn wir die ein bisschen mit im Boot haben. Wenn ihr uns ein bisschen mehr mögen, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Hm? So. Ihr habt ja gesehen, ich habe am Ende der letzten Folge, glaube ich, 5k plus gehabt. Die habe ich investiert und zwar in den Bausektor. Der ist jetzt nochmal gewachsen um 2 Punkte. Ja? Offensichtlich suchen die ja noch ein paar Beschäftigte, aber gut. Wir haben ja noch überall genug. Ne? Wir sind jetzt hier noch nicht gerade am Ende angekommen. Da geht noch einiges. Und das macht quasi jetzt das Ganze hier nochmal ein bisschen schneller. Denn ihr seht hier, die Baureihe ist ein bisschen geringer geworden. Ne? Die können wir jetzt nochmal ein bisschen, ein bisschen verkürzen oder ein bisschen optimieren. Das wäre so der erste Punkt, den ich heute angehen wollen würde. Dann warte ich, wie gesagt, auf die Privatschulen. Das wäre ein Punkt. Und wir warten ja immer noch darauf, dass hier das gute Rom sagt, ja, wir mögen euch jetzt ein bisschen mehr. Und wir sind schon bei, ja, wir haben einen Punkt plus gemacht, was aber das bedeutet. So. Und produktive Handelsrouten, Artillerie. Also ich würde mal sagen, die hier fände ich gut, wenn wir die beseitigen könnten, die teuren Regierungswaren. Das war Waren, Holz und Papier, richtig? An den Papiersachen arbeiten wir schon so ein bisschen. Holz haben wir quasi auch. Mal hier mal Holz nach vorne und die Universität einfach mal ein Stück nach unten. Die Möbelfabrik weiß ich jetzt auch gerade nicht genau. Wir können noch mal gucken, ob wir die Möbelfabrik eigentlich noch brauchen. Ja, 70, 71, aber vielleicht können wir das auch mit hiermit ein bisschen lösen. So. Haben wir das ein bisschen reduziert. Abruzzen 45. Mal ganz kurz checken hier. 45, damit müsste das dann erledigt sein. Also eine Möbelfabrik ist okay. Dann ist aber auch Schluss, ne? Ja, dann ist auch Schluss. Okay. Und Holz brauchen wir natürlich eine ganze Menge, richtig? Da brauchen wir mal eben 700 Stück. Okay. Dann lass uns doch da mal gucken, ob wir Holzfällerlager, ob wir hier nicht nochmal was optimieren können. Hier bräuchten wir die Elektrosägewerke. Naja gut, das ist vielleicht noch ein bisschen weiter hin. Das war die Produktionsmethode. Das Dampfhilfsaggregat. Dafür brauchen wir aber Motoren. Auch nicht hilfreich. Hier würden wir Arbeiter einsparen. Ja, nee, also aktuell tatsächlich keine großartige Möglichkeit, uns mehr Holz zu beschaffen. Das ist bedauerlich. Na gut, wir arbeiten an 3 Holzfällerlagern. Das bedeutet dann, dass wir hier nochmal 80 mit dazu kriegen. 40 mit dazu kriegen. Wo bauen wir die denn hier?
Naja, gut. Also Holz ist definitiv, glaube ich, ein kleines Problemchen. So, was haben wir hier? Führungskräfte aktiviert, deaktiviert. Wo sind wir denn hier bei den Kleidenbürgern? Die wissen noch nicht ganz genau, ob sie uns mögen oder nicht. Oder was ist jetzt hier der Punkt? Wir haben hier so ein paar Dinge eingebüßt. Ich weiß gar nicht genau, warum. Da waren schon mal mehr Karten. Na, die Kleinbürger, ne? Versuchen hier gerade... Na, die 10% Bürokratie wäre natürlich hilfreich. Aber wir haben auch gar keinen Einfluss mehr hier. Uiuiuiui. Ich glaube, es liegt halt wirklich an der Regierung. Ah, schwankt halt, ne? Wir haben 50% Erlassungszeit. Das ist echt nervig. 25% Radikalität. Die haben halt am meisten... Ja, die haben halt wirklich am meisten Zustimmung. Die Opposition, da könnten wir halt nur die Streitkräfte und die Industriellen dazu nehmen. Aber so richtig cool, naja. Also Regierungsumbildung, ich sag mal die Grundbesitzer raus und die Industriellen rein. Puh, macht jetzt auch nicht viel mehr. Macht halt alles irgendwie keinen Sinn, ne? Aber wir kriegen ja so einen Abzug, weil es halt zu groß ist von der Regierung her. Aber wir setzen halt immer noch auf die... Wenn wir die Streitkräfte mit reinnehmen, haben wir was... Ah. Wir lassen das erstmal. Ach, ärgerlich. Ich ärgere mich da so ein bisschen, dass das... Ich weiß nicht genau, vielleicht habe ich das politische System noch nicht ganz verstanden. Wir könnten natürlich mal gucken, was wollen denn die Industriellen? Was können wir denen denn Gutes tun quasi? Radikal haben die keine. Wir sind halt von der Bevölkerung her nicht so viel, ne? 0,4%. Also wirklich nicht so viel, ne? Ach Quatsch, das sind ja auch die Industriellen. Ich wollte mir die Intellektuellen angucken, sorry. So, 23 macht das jetzt aber auch nicht viel besser, glaube ich. Ja, 1,2% immerhin. Ja, ist alkoholsüchtig, ja. Minus 10 Beliebtheit. Also ich weiß noch nicht, wie ich da rauskomme aus dem Circle. Die Idee war ja, wie gesagt, jetzt die Privatschulen zu entwickeln. Dann über die Privatschulen mehr Bildung zu schaffen. Und mit mehr Bildung sozusagen dann die Intellektuellen zu stärken. Ja. Keine Schulen bewahren. Da wollen auch noch die Kirchen nur noch das mal. Ne? Das ist natürlich... So, schau mal, das ist doch alles ganz hervorragend hier, oder? Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Wann stimmen wir denn hier ab? Am 7. Juli. Naja, das ist ja gleich. Dann hoffen wir mal, dass hier die ein bisschen mehr als ein Drittel irgendwie ausreicht, um da wirklich drüber zu kommen. Wie lange brauchen wir hier noch? 20 Monate. Also noch fast 2 Jahre. Auch ungünstig. Andererseits spielen wir auch noch nicht so lange, ne? Hier schauen wir noch mal rein. 43. Oh, was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Eine inspirierende Rede fesselt die Öffentlichkeit. Heute Nachmittag hielt Leopoldo della Rovere, das Oberhaupt einer Interessensgruppe, eine Brandrede für die Einführung einer neuen Gesetzgebung. Na, wundervoll. Wir bekommen jetzt hier Privatschulen 15%. Warte mal eben. Bevor das jetzt hier... Ach, jetzt habe ich das verkackt. Naja, ärgerlich. Plus 15% Erlassungserfolgschance, das ist super, oder? Und Leopoldo della Rovere bekommt nochmal anerkannter Redner. Industrielle erhält wachsende öffentliche Unterstützung für 5 Jahre plus 5% Interessensgruppen Pop-Anziehung. Für die Industriellen.
So, checken wir doch erstmal, was ist er so für einer? Erfahrener Politprofi, charismatisch, ein Schwindler. Plus 1% Steuerverschwendung, ungünstig. Tja, Beliebtheit ist neutral. Okay. Die haben halt nicht so viel, ne? Plus 15%, plus 5% ist halt. Dann nehmen wir doch lieber die 15 Erfolgswahrscheinlichkeit. So, ist halt blöd, dass wir jetzt wieder bis März 47 warten müssen. Aber dann sollte es nun wirklich durchgehen, weil dann haben wir nur wirklich die Hälfte. Das ist ein bisschen wie so ein Meilenstein, glaube ich. Ah, vielleicht können wir da auch mal eine Stufe schneller schalten, wenn wir jetzt gerade eh nichts zu tun haben. Ja, es gibt jetzt hier auch keine großen roten blinkenden Nachrichten. Mal hier gucken. Mangelnde Besteuerungskapazität. Ja, das ist leider, wird leider immer mehr. Ungenutzte Bauproduktion kann eigentlich nicht sein. Ja, ihr seht halt, irgendwie versuchen wir das Ganze runterzudrücken, aber so richtig gut gelingt es auch nicht, oder? Hier 33 für 16. 33 Schnitzel. Ja gut, da müssten wir jetzt auf 100 rauskommen irgendwie, ne? Oder nicht? 45 für 11. Auch das machen wir mal, obwohl 45 hier natürlich nichts ist. Aber so ein bisschen geht der Preis vielleicht trotzdem runter. Warum auch nicht? Wir wollten eigentlich gerade hier gucken, was ist denn mit denen los? Die sind bei 43. Kirchenstaat betrachtet die beiden Sizilien als einen möglichen Beschützer vor Spanien. Aha. Wisst ihr, was wir da mal machen? Wir gucken uns mal die Gebäude an. Vielleicht hätte ich das mal schon längst tun sollen. Und schau mal in der Entwicklung nach und gucke mal, ob ich nicht noch eine Kaserne oder zwei baue. Oh, warte mal. Wir machen hier richtig gerade Minus. Was ist denn hier los? Warum machen wir denn so viele? Warum machen wir denn so viel Minus? Eieiei, was ist denn da passiert? Gold einlagern, unbenutzte Bauproduktion. Ah, jetzt sind wir bei 3 plus. What the heck? Also das schwankt hier ganz ordentlich. Es wirkt jetzt gerade nicht so sonderlich stabil, ne? Nun gut, wir werden uns mal hiermit beschäftigen. Also, in den Abruzzen haben wir auch keine Infrastruktur. Ist das so? 26 von 26 Infrastruktur. Die Abruzzen-Infrastruktur wieder aufgebaut. Sehr gut. Was wollte ich jetzt eigentlich machen? Ich wollte jetzt eigentlich... Weg. Ich wollte eigentlich Militär aufbauen. Mhm. Ich würde mal sagen, wir bauen die mal hier auf. Oder wisst ihr was? Wir machen die überall mal. So, einfach mal 5 Militärkasernen. Einfach mal ein bisschen hier mal so ein ganz kleines bisschen mehr. Na, ihr wisst schon, ne? So ein bisschen mehr zu zeigen. Warten wir mal 11 Wochen auf die Universität. Ich denke schon, die Universität macht, glaube ich, hier Qualifikation, Innovation. Ja, wundervoll. Ja, das lassen wir mal laufen. Dann kriegen wir, glaube ich, auch hier mehr Innovationen, nicht wahr? Wöchentliche Innovationen. 50 ist hier der Grundwert. Dann warten wir mal ab. Vielleicht gibt das ja wirklich ordentlich Tinte aufs Dings. Machen wir mal ruhig eine Nummer schneller. Wir bauen auch noch Glas. Ist doch gar nicht so schlecht, oder? Vielleicht bin ich mehr so ein Typ, der so locker vor sich her spielt. Wir haben schon wieder... Oh, was haben wir denn da?
Eine Wissensspende. Leopoldo della Rovere, wir haben schon mal von dem gehört, hat angeboten, persönliche Finanzmittel für die Gründung einer Universität in Apulien zur Verfügung zu stellen. Dadurch wird aber die industrielle Interessensgruppe etwas Einfluss gewinnen. Ja, das soll ich sagen, ne? Erzeugt ein Gebäude von Typ Universität Größe 1 in Apulien. Warte mal, wir bauen da gerade eins in Kampanien. Der erzeugt einfach eine Privatuni, einfach so aus dem Stand. Und dafür kriegt er 5% Interessensgruppen-Pop-Anziehung. Nein, wir können denen keine Plattform geben. Ja, klar machen wir das. Ist das jetzt schon passiert? Momentchen mal eben. Ist das jetzt schon passiert? Nee, so nicht. Entwicklung ist das nicht, ne? Nee, Entwicklung ist das nicht. Das muss städtisch sein. Universität. Die ist einfach in Apulien entstanden. Bums, fertig. Alles klar, Herr Kommissar. Gut, die wollen jetzt noch 5.000 Beschäftigte. Angestellte. Na, Halleluja. Was haben wir denn da? Arbeiter, Büroangestellte. Ja, warum auch nicht, ne? Gut, da brauchen wir natürlich ein bisschen wieder mehr Papier. Okay, gehen wir doch gleich schon mal in die Papiernummer rein. Und schauen wir mal eben, ob wir die Papierfabriken nochmal erweitern wollen. Ja, die wollen wir auf jeden Fall nochmal erweitern. Und zwar, was wir können. Tja, was können. Wo können wir es denn? Hier in Kampanien vielleicht. Da gibt es sogar einen kleinen Durchsatz. Ja, machen wir doch mal hier gleich 2. Das sind ungefähr 40, ne? Pro. Zurück. 40. Wir bauen aber auch noch eine Universität. Also da würde ich doch sagen, machen wir ruhig noch eine zweite Fabrik auf. Und die machen wir mal hier auf. Weil die haben vielleicht auch einen Durchsatz dann. Ist ja vielleicht gar nicht so schlecht. Privatbesitz, börsennotiert. Nee, wundervoll. Okay, krass. Da haben wir mal einfach eine Universität geschenkt bekommen. Nehme ich natürlich. Ist ja klar. Ah, schon schön. Einfach mal eben so, Bams. Während wir jetzt noch eine Universität bauen müssen. Aber ist gar nicht so schlecht. Was haben wir denn jetzt hier zubekommen? Gar nichts. Oh, weiter hier, gucken, ob das steigt. Das steigt wahrscheinlich erst, wenn die Mitarbeiter eingetroffen sind. Die ganzen Dozenten. Plus 0,4 Innovationen. Ich glaube, das wird mir noch gar nicht so angezeigt. Ja. 0,6 Innovationen. Das ist natürlich schon, naja, wenig, aber besser als nichts. Ich weiß gar nicht, was da die Zielgröße ist. Oh, Stadt der Fülle. Die renommiertesten Mitglieder. Machen wir mal so weiter. Der High Society von Kampanien haben luxuriöse Partys in den neuen, prächtigen Stadtgebäuden organisiert. Lasst sie feiern. Was heißt das? Oberschicht-Pops bekommen loyal und Mittelschicht-Pops werden loyal. Oder hier erwarteter Mindestlebensstandard für die Oberschicht plus 3. Für 9 Jahre. Ich glaube, ich gehe mehr mit. Ich glaube, ich gehe mehr mit der Loyalität. Ich habe so das Gefühl, dass es vielleicht gar nicht so schlecht ist, ein paar loyale Leute zu haben. Aber den Radikalen haben wir echt eine Menge, ne? Irgendwas haben wir gemacht und seitdem sind sie radikal. Naja. Ach ja. So, jetzt haben wir hier 1,4. Jetzt müsste sich das ja hier genau auch ein bisschen ausweiten. Da haben wir einfach mal 2 mehr. Oh, was haben wir hier? Verluste des Machtrangs. Wir haben zu wenig Prestige, um unseren Rang Mittelmacht zu halten und werden in 365 Jahren Kleinmacht, wenn unsere Stadt unser Stand nicht erholt. What the heck? Derzeitiges Prestige. Beträgt das Prestige der beiden Sizilien mindestens 275? Nein. Liegt das Prestige der beiden Sizilien für längere Zeit unter 124, reduziert sich sein Rang auf Kleinmacht. No. No, 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 no. Okay, glücklicherweise, beruhigt euch, haben wir ja hier Kasernen aufgesetzt. Die werden wir mal alle nach vorne ziehen jetzt, die Kasernen. Das sollte unser... Das sollte unsere... unsere Machtprojektion etwas stärken und mit der Machtprojektion
sollten wir dann den Punkt irgendwie wieder reinkriegen. Ich weiß jetzt aber auch nicht genau, warum wir so wenig haben. Schwierig. Vielleicht werden wir am Ende sogar aufgekauft von irgendwem, weiß der Kuckuck. Also hier, minus 43 nach wie vor. So, auf die Uhr gucken, wir haben noch 10 Minuten ungefähr. Das heißt, bis zum 4. März werden wir noch spielen und dann werden wir mal hoffen, dass das Ding durch ist. Ich mache nochmal den Aufruf, dass ihr, falls ihr wisst, wie das Spiel funktioniert, ja, und Bock habt, mir ein bisschen zu helfen, dann schreibt doch gerne ein bisschen was in die Kommentare zu dem Spiel. Mich interessieren grundsätzlich alle Rückmeldungen. Es wäre halt schön, wenn wir wieder über 50 kämen, ne? Was habe ich da falsch gemacht quasi? Muss ich die Regierung so lassen, damit ich mehr... Aber ich konnte halt keine Gesetze durchbringen, ne? So, jetzt wird's spannend. Achtung, 3, 2, 1 und... Halleluja. So, wundervoll. Wundervoll. So, was haben wir denn jetzt? Das Gesetz Privatschulen. Wir werden nochmal weiter an Bildung bekommen. Das ist super. Und die Intellektuellen kriegen 10% politische Stärke. Nice. Nice, 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 nice. So, das müsste doch jetzt hier unsere... Das steigt langsam, oder? Von 13% langsam hoch, glaube ich. So, lass mich mal ganz kurz weiter gucken. Ich will direkt weitermachen. Grundlegende Monarchie. Wollen wir hier sowas machen? Oh, komm schon, ich will sowas. Ich will sowas. Temporäre Zustimmungsänderung durch das Erlassen. Die Streitkräfte würden es unterstützen. Ist mal ein bisschen die Frage. Ich muss mich mal hier zusammenraufen. Die derzeitige Chance auf einen Beschlusserfolg liegt bei 13%. Ups, sorry. Wir hätten dann, warte mal, 44,1% politischen Drucks, Streitkräfte. Die Streitkräfte fänden das gut, die Industriellen fänden das gut, die Intellektuellen finden das mega, die Gewerkschafter mega. Oder die Parlamentarische Republik, das Gleiche, ne? Ja. Das heißt, wir können uns hier überlegen, ob wir hier ein Parlament mit einem Kanzler bilden. Ist das hier der Kanzler? Ja, genau. Oder hier mit dem Präsidenten. Die Monarchie quasi dadurch ersetzen. Ach, geil. Irgendwie stehe ich auf so einen Krack. Weiß auch nicht. Das liegt jetzt gerade daran, weil die Intellektuellen bei 13% sind. Wir können natürlich noch ein bisschen abwarten. Lass uns das mal checken, ob die jetzt wirklich hier steigen mit ihrem politischen Druck. Wir haben ja gerade gesagt, plus 10. Jede Bildungsstufe plus 1. Es gibt Bildung und wir investieren. Katsching, da kennst du nix gleich nochmal. Plus 20%. Also hier plus 10%, hier nochmal plus 20, also plus 10%, nochmal mehr. So, rum, wollten Schuh draus. 50 Wochen, nice, dann kriegen die noch mehr Stärke. Müsste doch eigentlich so gehen, oder? Und bei den Gesetzen... Berufspolizei, was haben wir denn hier? Dum, 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 dum. Die Grundbesitzer sind gegen die Veränderungen. Finden die halt uncool, aber die Berufspolizei... Oh, warte mal, Bankwesen freigeschaltet. Mehr Gelddruck bedeutet 10% mehr Gelddruck, also quasi 961 mehr. Da bin ich jetzt bei 10,5. Gut, sehr gut. Und Anleihenzinssatz für den Fall, dass wir uns mal was leihen müssen. Ne? Berufspolizei bedeutet... Das Gesetz Berufspolizei würde der Institution Gesetzeshüter Folgendes geben. Minus 10% Radikale und minus 30% Staatsabzüge. Minus 30% Staatsabzüge durch Aufruhr. Staatsabzug heißt was? Okay, das heißt jetzt aber nichts hier für die Legitimität quasi. Wir haben gerade örtliche Polizeidienststellen. Minus 30%. Minus 40% Staatsabzüge.
Wir würden den 20% politische Stärke wegnehmen bei einer Berufspolizei. Das wäre natürlich schon krass, ne? Sowas muss man halt mal wissen. Ne? Ist ja die Frage, ob das wirklich durchkommt. Oder ob wir nicht direkt hierauf gehen und das hier machen. Weil wir hier einfach mehr Unterstützung haben. Ich glaube, das ist ein bisschen so am Ende der heutigen Folge die Frage. Wollen wir eine parlamentarische Republik? Macht das Sinn? Wir die radikalisieren. Die Grundbesitzer sind halt wirklich die stärksten. Wir müssten doch eigentlich jetzt erstmal mit unseren hier irgendwie plus irgendwas machen, plus 17. Das müsste doch eigentlich steigen jetzt erstmal, oder nicht? 12,9. Wir lassen mal ein Momentchen laufen. Wir haben jetzt gleich auch was erforscht. Das warten wir jetzt noch ab. Bei den Gesetzen. Ja, genau. Da ist es nämlich schon. Bams, bums. Bams, bums. So, die Industriellen sind auch deutlich mehr geworden. Krasser Schissel. So, Besteuerungskapazität haben wir jetzt. Genau. Das müsste jetzt hier die Besteuerungsproblematik wegradiert haben. Das tut sie auch tatsächlich. Ist sie nicht mehr da, die Besteuerungsproblematik. Sehr gut. Und das gilt für alle, ne? Für alle Staaten, die wir haben. Ja, guck mal, easy peasy. Sehr gut. Also das macht vielleicht Sinn, das zukünftig ein bisschen mehr schon am Anfang zu erforschen. Gut, für heute machen wir erstmal Schluss. 264, das ist doch schön. Aber hier... Ah doch mal, hier unser derzeitiges Prestige. Was soll denn das? Wir sind bei 127, läuft also. Haben wir nochmal ein bisschen uns erholt. Das machen wir in der nächsten Folge. Machen wir nochmal weiter. Mittelmacht. Badim, badim, badim. Hier checken wir nochmal einvernehmlich. Minus 47, guck mal an. Das heißt, die Zahl meines Militärs sorgt dafür, dass die sich bedroht fühlen. Warum auch nicht? Gut, also jetzt ist es an euch. Schreibt gerne mal ein paar Kommentare, Rückmeldungen. Was kann ich in der nächsten Woche anders machen? Nächste Woche Montag ist wieder Aufnahmetag. Da versuche ich alle Sachen zu berücksichtigen. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Macht es gut. Au revoir.